Moin Freunde, wie versprochen, willkommen im zweiten Vlog heute. Und zwar heute machen wir den legendärsten Salat der Welt. Ich nenne das jetzt einfach so. Der legendärste Salat der Welt à la Shane. TSG TV, ich nenne das jetzt einfach so, weil es so noch nie da gewesen ist bei mir. Ob es im Ganzen schon mal so da gewesen ist, man weiß es nicht. Da musst du flexibel sein. So, wir haben hier Kohlrabi, Radieschen, Feldsalat, wir haben Kirschtomaten, wir haben Paprika, wir haben Eisbergsalat, wir haben Gurken, wir haben Lauchzwiebeln, wir haben frische Petersilie. Schön Petersilie streicheln. Oh. Noch ein bisschen ältere, die muss auch noch weg. Und, Freunde, wir machen auch das Dressing selber. Mit magerem Joghurt. Es wird übelst geil. Ich habe noch ein paar Schnittlauch-Dinger noch eingefroren. Die ballern wir da auch noch in das Dressing mit rein. Seid auf jeden Fall gespannt. Es wird mega krass. Auf geht's. It's Shane TSG TV. Add me on Instagram at Shane TSG TV. So, da wären wir wieder. Ich musste natürlich was als Ausgleich haben, ja. Und dafür habe ich natürlich diese Grillplatte gekauft, die ich jetzt einfach bloß im Ofen hier anheize. Die war jetzt schon 40 Minuten drin, auf 200 Grad, einmal unten, einmal oben und jetzt noch einmal im Gesamt nochmal 20 Minuten rein. Also insgesamt eine Stunde geht das Ganze hier und ich würde sagen, wir schneiden erstmal den Salat. Holy fucking moly, Freunde der Sonne. Wir haben jetzt hier alles fertig geschnitten und so weiter. Das Chaos hat seine Spuren hier hinterlassen auf jeden Fall. Petersilie sieht wieder nice aus. Wir haben jetzt Eisbergsalat, Feldsalat und Cherrytomaten schon mal ein bisschen vorbereitet. Jetzt schon in der Schüssel. Ich muss diese große Schüssel nehmen, das ist einfach Fakt. Weil sonst würde alles nicht reinpassen. Lauchzwiebeln haben wir geschnitten, machen wir als Deko. Dann haben wir hier Kohlrabi, Paprika, Radieschen, ein bisschen Mais kippe ich mit rein. Ich feiere dieses Maisaroma einfach übelst geil, heftig. Und ich donner das jetzt alles hier in die Schüssel rein. Und dann gibt es das Dressing dazu, was wir jetzt auch noch selber machen. Seid gespannt, ich habe sowas von Bock drauf. Das Essen ist auch gleich fertig, also die Keulen hier. Boah, gönnt euch das, boah, Alter, gönnt euch diesen Shit. Wer übrigens mal vorbeikommen möchte und den Ofen sauber machen möchte, meldet sich einfach, okay? Danke, Shane. So, ich kipp direkt den Mais rein. Guckt euch mal die Farbe an, hat er übelst geil. Und das jetzt, ich leg die Kamera mal weg. So, machen wir es so. Schön Kohlrabi, Radieschen, Alter, ey, da wehen heute Lüfte durch den Darm, Alter. Alter Schwede. Also das wird auf jeden Fall... Meine Fresse, es wird auf jeden Fall den Körper ordentlich durchblasen hier. Gönnt euch das, das sieht so heftig aus. Wenn hier noch das Grün dazu kommt und das Gelb vom Mais noch so heftig. Boah, übelst krass, Alter. Das ist, ich weiß nicht. Das ist Gönnung des Todes hier. Freunde, ich glaube nicht, dass ich das alles schaffen werde. Aber man kann es ja noch in den Kühlschrank stellen und später noch weiter essen. Einfach nur krass. Aber da hatte ich mal wieder Bock drauf. Es ist so fucking lange her, dass ich mal einen Salat gemacht habe. Und da ist es wieder. Ich werde jetzt gucken, dass ich hier die Kamera ein bisschen anders aufstelle, damit meine Hände frei sind, um den oder beziehungsweise um das Dressing zu machen. Und ich brauche was zum Mischen. Hallo? Grüße! So, Freunde. Das war übrigens mein Ofen. Der geht immer von alleine aus. Das ist mega nice. Du weißt immer Bescheid, wann alles fertig ist, weil er eine Zeitschaltuhr hat. Mega vorteilhaft. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Link, wenn ich es nicht vergesse, sogar in der Videobeschreibung. Man weiß es nicht.
Die Kamera steht jetzt einfach auf meinen Schwedenkräuter und auf irgendwelchen Booster noch und irgendwelchen Konserven. Ist ja auch scheißegal, darum geht's nicht. Wir machen das Dressing. Und zwar schön Joghurt hier. Magerer Joghurt. Ja, ein bisschen noch. So viel braucht man dann nicht. Das wird einfach so schon krass. Das wird auch ohne Dressing mega heftig. Krank, Alter. Kann ich locker noch zwei, dreimal Salat von machen, von dem, was noch über ist. Das ist schon dolle. Dann nicht zu vergessen, Pfeffer, Salz ist klar. Gewürz muss ein bisschen dran. Ein bisschen Geschmack muss reinkommen hier. Denn das Ganze ist eben ein Magerjoghurt ohne alles. So. Gut. Dann, Freunde, wollte ich eigentlich noch Knoblauch dran machen, aber der steht jetzt da so vergraben. Ich wollte eigentlich frischen dran machen. Jetzt mache ich so ein bisschen Knoblauchgranulat dran. Granuliert. Steht da wirklich drauf. Ja, granuliert und getrocknet irgendwie. Kommt jetzt ein bisschen dran. Ein bisschen war gut. So, dann machen wir wie beim Tzatziki so ähnlich. Gurken mit rein, so schön klein gewürfelt. Mega nice. Und die klein gehackte Petersilie, die ich vorher mit dem Messer schön bearbeitet habe. Easy. So, Freunde, nun nehmen wir einfach bloß einen Löffel und mischen das Ganze. Guckt euch das mal an. Übelst geil. Ich würde sagen, wir lassen auch die Lauchzwiebeln, also nicht. Die Lauchzwiebeln nehmen wir mit rein, ist klar. Aber den Schnittlauch lassen wir mal weg, weil den brauchen wir hier an dieser Stelle nicht. Das wird einfach zu mega fucking krank. Eieiei. Gönnt euch das. Das ist so heftig. Einfach nur alles simpel und easy selber gemacht. Also besser geht's nicht. Wer für sowas keine Zeit hat, der weiß nicht. Ich weiß nicht. Dafür muss man Zeit haben. Das ist so mega lecker, alles selbst zu machen. Beste Leben. Schon immer gewesen. So, ich habe den Salat jetzt noch mal ein bisschen durchgemischt und jetzt ballern wir das Dressing drauf. Gönnt euch das, Alter. Wenn das nicht geil ist, ich weiß man auch nicht. Gut, ich werde den Rest jetzt mit dem Löffel noch ein bisschen reinkippen und dann alles vermengen. Und dann kommen die Lauchzwiebeln drauf und dann haben wir's. Übelst geil. So, Freunde, ich habe jetzt nochmal aus Dekorationsgründen noch ein bisschen Joghurt drunter gekippt, damit der Kontrast so ein bisschen entsteht fürs Optische. Alter, gönnt euch das. Heftig, oder? Ich feiere es mega, es sieht übelst geil aus. Das wird eine Bombe. Vor allem dann noch das Fleisch dazu. Das wird mich heute so wegdröschen. Einfach nur geil. Mega. Geil. Lecker. Übelst lecker. Safe. So, Freunde, ich habe jetzt einen Teil von der Fleischplatte noch mit hier auf den Teller gepackt. Der Salat ist am Start. Jetzt wird gegessen. Wir testen. Ich habe so Bock. Ich bin so gespannt. Boah, es kann nur lecker werden. Guckt euch das mal an, ja. Alter. Alter. Das Ganze nochmal schön durchmischen hier. Und dann geht's auf. Mega, sage ich euch, mega. Dazu in perfekter Mischung schöne Keule. Kann nichts Besseres geben. Das ist ja fett. Das Fleisch ist sehr fettig, also kommt ordentlich was raus. Müssen wir mal gucken, vielleicht werde ich da noch ein bisschen was machen. Aber das ist, glaube ich, gerade der perfekte Ausgleich vom Ungesunden zum Gesunden. Also vom Fett zum Salat, beste Leben. Ich denke mal auch, das Dressing ist viel fettfreier oder jedenfalls viel magerer, als wenn man das jetzt so fertig kaufen würde. Und auch viel leckerer vor allem. Das ballert. Das ballert des Todes. Übel. Absolut geil. Freunde, wir halten fest. Eisbergsalat, Feldsalat, Kohlrabi, Paprika, Mais. Gurke haben wir mit in dem Dings drin gehabt, in dem Dressing. Petersilie.
Pfeffer, Salz und es ist mega geil. Es geht so steil. Und was man auch noch dazu hätte machen können, achso, Lauchzwiebeln haben wir auch noch drin. Alter. Was man auch noch hätte dazu machen können, ist Putenfleisch anbraten. Putenfleisch anbraten. Und zwar Natur. Also bedeutet nicht paniert oder mariniert oder wie auch immer. Und dann wäre das noch heftiger gewesen, definitiv. Weil man das einfach direkt in den Salat reinwummern kann und die Mischung ist noch krasser. Radieschen nicht zu vergessen. Haben wir auch noch. Die mega geile Bombe. Freunde, das ist der wohl legendärste Salat der Welt. A la Shane Tales GTV. Wunderschön. Einfach wunderschön. Danke Shane fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Also, das ist eine Bombe. Safe. Haut rein. Schön Keulen auf Keulen, ja? Schön ein Keulen mit Keulen, Alter.